wenn sie was kaufen wollen, ständig die Sachen ausverkauft sind. Das heißt, die gehen irgendwo hin und wollen ein günstiges Angebot haben und sie sehen, es ist ständig ausverkauft. Also hier muss man schneller sein als eine Katze. Ja, das ist Nachrichten aus Vancouver. Das heißt, Lebensmittel, ob elektronische Geräte, alles Mögliche, sind ständig ausverkauft. Die Leute greifen natürlich zu, weil es super teuer ist hier. Lebensmittel sind sehr, sehr teuer. So geht man manchmal hin irgendwo so und super ist alles verkauft. Anders als in Deutschland, wo die Regale manchmal ausverkauft sind, aber in der Regel nie. Hier ist das ständig, hier muss man, wenn man sein Müsli kaufen möchte, kriegt man oft monatelang oder wochenlang kein Müsli oder das Lieblingsmüsli oder gewisse Sachen kriegt man einfach nicht. Das heißt, man muss immer zugreifen, wenn sie da sind. Ja, das sind Nachrichten aus Vancouver. Ganz anders als in Deutschland, ganz anders als in Europa. Dann natürlich Erdbeeren, wenn sie in Deutschland das für 1,50 kaufen, 2 Euro, hier sind das 8, 9. Ne? Vielleicht kriegen sie Glück in den kleinen Stores, dass sie das oft für 3, 4, 5 eine Schale bekommen. Aber das war's schon. Danke. Viel Spaß noch. In Deutschland. Viele Grüße aus Vancouver.